In diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel des Luftfedermoduls an der Hinterachse der BMW 7er Serie Typ E65, E66, E67. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Beim BMW Typ E65, 66 der 7er Serie ist es erforderlich, bei Arbeiten am Luftfedersystem ein Diagnosegerät zu verwenden. Das Diagnosegerät wird über den OBD-Stecker mit dem Fahrzeug verbunden und steuert damit das Entleeren und Befüllen des Luftfedersystems. Bei Arbeiten am Luftfedermodul ist der Zündschlüssel abzuziehen. Die Sicherungen sind vom Steuergerät zu entfernen. Die Sicherungen befinden sich fahrzeugspezifisch an unterschiedlichen Positionen. Zum Umbau des Luftfedermoduls ist Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich. Im ersten Schritt ist das Federbein aus der Verpackung zu entnehmen. Beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Bei diesem Fahrzeug sind rechts und links unterschiedliche Luftfedermodule verbaut. Auf die richtige Zuordnung ist zu achten. Bei Fahrzeugen mit EDC ist der mitgelieferte Adapter zu verwenden. Vor dem Ausbau ist die Fahrzeughöhe von der Radnabenmitte zur Kotflügelunterkante zu messen und zu notieren. Das Fahrzeug nur an den vorgeschriebenen Aufnahmepunkten anheben. Im nächsten Schritt wird das Fahrzeug angehoben und die Räder demontiert. Das Fahrwerk eingehend auf Schäden kontrollieren. Hier legen wir besonderes Augenmerk auf die Fahrwerkslagerung. Die Rathausinnenverkleidung lösen. Die Steckverbindung der Bremsverschleißanzeige trennen und die Steckverbindungshalter demontieren. Die Rathausinnenverkleidung vollständig entfernen. Bei Arbeiten am Druckluftsystem ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Die Druckluftleitung am Federbein vorsichtig lösen, bis das Geräusch ausströmender Luft wahrgenommen wird. Die Druckluft langsam restlos entweichen lassen. Der Leitungsanschluss ist mit einem Blindstopfen zu sichern. Nach dem Absenken des Fahrzeuges ist die gesamte Kofferraumverkleidung zu entfernen. Vorsicht bei den Kunststoffklipsen, diese müssen wieder verwendet werden. Die Schallisolierung am Federbeindom ist zu entfernen. Dies ermöglicht den Zugang zur Federbeinverschraubung. Die Muttern am Federbeindom lösen und entfernen. Bei Fahrzeugen mit EDC ist die Steckverbindung zu trennen. Im nächsten Schritt wird die Pendelstütze am unteren Querlenker abgebaut. Die untere Verschraubung des Federbeins am Querlenker lösen und entfernen. Achtung, diese Schraube darf nicht wieder verwendet werden. Das Federbein mit einem Montiereisen vom Radträger lösen. Achtung, hier besteht erhebliche Verletzungsgefahr. Der Radträger bewegt sich sofort nach Abnehmen des Federbeins um ca. 3 cm nach oben. Das gelöste Federbein nach oben über den Radträger entnehmen.
das neue Federbein einsetzen und die neuen Muttern oben am Federbeindom ansetzen. Bei Fahrzeugen mit EDC ist das Kabel für die Steuerung durch die mittige Domöffnung zu führen. Nach Ansetzen der Muttern sind diese gleichmäßig nach Herstellerangabe festzuziehen. Die untere Befestigung des Federbeins wird durch nach unten Ziehen des Radträgers eingerastet. Den Stoßdämpfer mit der Schraube am Radträger verschrauben. Achtung, nicht festziehen! Achtung, es ist eine neue Schraube zu verwenden. Der alte Druckluftanschluss wird durch die mitgelieferten Neuteile ersetzt. Jetzt wird der Druckluftanschluss des neuen Federbeinmoduls abgeschraubt. Wichtig, dabei auf keinen Fall vorab den Kunststoffstopfen entfernen. Die neue Verschraubung auf den Druckluftschlauch aufsetzen. Achtung, auf die korrekte Montage des Konusringes achten. Der Konus muss in Richtung Druckluftleitung zeigen. Die Druckluftleitung am Luftfedermodul verschrauben und laut Herstellerangabe festziehen. Das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung von der Hebeeinrichtung ablassen. Die Sicherungen sind in das Steuergerät einzusetzen. Die Sicherungen befinden sich fahrzeugspezifisch an unterschiedlichen Positionen. Im nächsten Schritt befüllen Sie das Luftfedermodul über ein geeignetes Diagnosegerät. Dabei ist die Zündung einzuschalten. Im Menüpunkt Luftfeder hinten links und rechts befüllen starten Sie diesen Vorgang. Achtung, die Menüpunkte nur jeweils einmal aktivieren. Nach dem Befüllen des Druckluftsystems muss die Leitungsverschraubung auf Dichtheit geprüft werden. Nach der Dichtheitsprüfung wird die Rathausinnenverkleidung montiert. Dabei ist auf einen fachgerechten Sitz zu achten. Im Anschluss montieren Sie den Steckverbindungshalter der Bremsverschleißanzeige und schließen die Kontakte an. Sie können nun die Räder montieren. Wichtig, auf die vom Hersteller vorgegebenen Anzugsmomente achten. Bei Fahrzeugen mit EDC ist die Steckverbindung im Kofferraum zu montieren. Platzieren Sie nun die Schallisolierung am Federbeindom, um anschließend die komplette Kofferrauminnenverkleidung zu montieren. Das Fahrzeug auf das eingangs gemessene Maß, die Nulllage, von der Hebeeinrichtung ablassen. Fahrzeug starten und mindestens 2 Minuten laufen lassen. Nun kann das Fahrzeug vollständig von der Hebeeinrichtung abgelassen werden.
Die beim Umbau gelösten Schraubverbindungen sind nach den Herstellerangaben festzuziehen. Anschließend die Pendelstütze am Querlenker verschrauben, laut Herstellervorgabe festziehen. Wenn ein Fahrzeug mit druckloser Luftfeder gefahren wurde, ist es zwingend erforderlich, das Luftfederbein zu ersetzen. Nach Arbeiten an Fahrwerkteilen ist grundsätzlich eine Achsvermessung durchzuführen. Bilstein. Drive the Legend.